Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Bayonetta 3 im letzten Part haben wir Kapitel 14. Eigentlich gedacht abgeschlossen, aber mindestens eine Sache kommt anscheinend noch. Es ist sehr viel passiert, wir werden nicht spoilern. Wenn ihr das jetzt erst seht, guckt den anderen Part an, ist wichtig. Und jetzt geht das einfach ohne große Umschweife weiter. Ich würde nur sagen, das Kätzchen hat gewisse Dinge rausgefunden. Aber das Ding ist wenigstens nicht so viel Leben. Was ist denn mit den Entwicklern los? Man kann es doch echt übertreiben. Ist das ein Tintenfisch? Ich hab keine Ahnung. Machst du denen überhaupt Schaden? Gefühlt nicht. Du hast Cheshire. Hallo. Wie sieht denn das Ding davon die ganze Zeit an? Hier sieht man wieder den Hass Jans gegen die Scorpio. Ich sag's dir, auch wenn es weniger Phasen sind, Leben sind, werde ich auch hierfür länger brauchen. Weil ja, ich du auch hast mit Viola eine Waffe nicht, die so crazy ist. Kann man auch mit Viola nicht klar. Warum boostest du sie da nicht und heilst sie erst nicht? Du kannst das Ding auch kaufen. Gott. Ja, muss erst mal niesen gerade. 3! Was denn? Was 3? Hatte ich noch 3 Herzen? Also hätten wir das an den anderen Part dran gemacht. Nein. Bisschen schwierig. Hey, warum machst du keinen großen Lolli? Weil ich ihn nicht mehr hab. Mach ihn dir. Nein! Kannst gleich noch mehr machen. Lollipop, lollipop, oh, lollipop, lollipop, oh, lollipop, lollipop, bum, bum, bum. Okay, jetzt reicht's auch mehr. Ja, an dem setzen wir ein, wenn das andere abläuft. Alter, wie viel Leben hast du auf einmal? Ja, ich hab halt ein bisschen verbessert, ne? Ein bisschen. Oh, ist das Ding nervig. Bisschen. Okay, den ersten Balken haben wir weg. Ist das Ding ein nerviges Etwas? Ich will das Ding nur tot sehen, Jan. Kannst du bitte dich verpieseln? In die Tiefen der Tiefsee. Hä? Alter, das Ding hat einen Anker. Bayonetta hatte nie einen Anker, was soll das? Wo hast du den her? Das ist Betrug. Zeig ich an.
Aber hey, die sind nicht alle vom Tentakelvieh. Gegen Bayonetta kämpfe ich lieber. Das. Ja, ich auch. Vielleicht hat Jan jetzt ein neues Lieblings. Einen Lieblings-Main gefunden bei Smash Bros. Und nicht bei Bayonetta. Die habe ich halt eigentlich freigeschaltet. Das ist halt so die Sache. Ja, ja, ja. Natürlich nicht. Warum findest du nur andere? Da habe ich mich halt auch gefragt. Warst wahrscheinlich noch nicht in der Nähe. Machen wir jetzt Faustkampf. Boxen. Ah, stimmt, da war ja was. Oh, Hallöchen! Tja, jetzt komm mal her, du. Oh, das haben wir von ihm vererbt bekommen, dass wir das können, irgendwie. Weil der kann das ja auch irgendwie. Da, 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 da. Do it. You must. If you want to prove yourself. Was your last lesson, Viola? War das Eck mit Absicht? For someone who's grown so much, perhaps the gift of a new name is in order. Oha. Nein! Na, wer Lippen lesen kann, ist klar ein Vorteil. Thanks, Mommy. I'll treasure it. Always. Mein größter Schatz. Bisschen wie Pokémon. Ich wollte gerade sagen. Jetzt ist es. Jetzt kommen die Credits. Hä, das andere waren auch Credits. Was ist das denn jetzt? Oh. Ach, wir sind hier jetzt in der Wüste. Wir gucken nochmal durch alle Szenarien durch. Bett! Oh nein. Oh nein. Da sind weitere Verse, Jan. Die Musik, ey. Perfekt für dich. Oh, auf dem Schiff. Auf dem Schiff. Ja, mach dich auf eine super gute Bewertung gefasst. Och, Jan! Ich kann mir das gar nicht angucken.
Oh, ich hab ihn tot gekriegt. Gold. Alter. Die Musik ist sehr beruhigend. Alter, Platin. Wieder ausgeglichen. Nein! Gehen jetzt ab. Macht einfach Platin. Ella, kein rein Platin. Tragisch. Ja. Jetzt aber. Bist du sicher, dass es jetzt wirklich das Ende ist? Nee. Glaubst du daran, dass das wirklich das jetzt endet? Bist du da ganz sicher? Nein. Das ist der Eternal Climax Mix. Also wir haben im letzten Part schon unsere Bewertung abgegeben. Falls ihr das hören wollt, dann schaut euch den an. Kommt nur noch mehr dazu, dass das Spiel noch crazier ist und... Hä? Warum hat uns Mama jetzt geprüft? Ja, sie auch alleine klarkommen. War das und wir sind jetzt anscheinend offiziell eine Hexe. Wie heißen wir? Sie heißt Theresa. Und wir? Viola. Aber oh. Wie ist unser Dämonenname Hexen. Ist, man weiß. Hexenname, nicht Dämonen. Sehen wir wohl im nächsten Spiel. Viola 1. Nee, es ist ja dann auch ihr Hexenname. Viola 43708. Was ist denn jetzt hier los? Ist das jetzt wirklich das Ende? Weiß nicht, ich kann das auf jeden Fall auch nicht überspringen, oder? Ist eh noch nicht das Ende. Kommt dann nochmal eine Sequenz. Ja, wir hatten noch nicht die Gesamtbewertung. Oha. Ja, Nintendo, geh weg. Wir machen den Part auf jeden Fall noch ein bisschen. Keine Sorge. Alle Nintendo Hongkong. Limited. Ikuei-China. Glaubst du, man ist stolz, wenn einem sein Name da steht? Bestimmt. Bei den ersten Spielen definitiv. Oder bei halt Spielen, die wirklich krass sind. Der Mario Club. Und Sega Corporation. Der Keshi Kiriyama. Nintendo Co. Limited ist gar nichts. Achso, das war die. Das ist alles zusammen. Ja. Alla Shuntaro Furukawa. Furukawa kennt man. Nee. Ja, wir sind wieder in Manhattan und sieht alles gut aus. Und da ist das Kreuzfahrtschiff und wir sind am Anfang und gleich kommt der Pizzabote und gleich kommt der Typ, der uns mit dem Taxi gefahren hat und. Ach ja, es ist so schön. Da ist die Frau mit dem Baguette. Ach, Mann. Ich kann mich an die Szene erinnern. Das ist wirklich die Szene von damals. Oh. What the hell? Jesus, that hurt. Watch where you're going, asshole. Da ist er. Den habe ich komplett vergessen. Das ist doch der Taxi-Typ. My head off of that shit. I keep telling you, kid. Huh? Oh, no. Nobody, you know. Yeah, I know. The baguettes, right? Forget about it. I'm coming straight home. Die Baguettes. Direct with the good stuff fresh from the oven. Mit großem Stangenbrot. Playing hooky again, huh?
Oh, wir haben eine Brille. Oh, er lebt noch. Oha. Wie heißt sie jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Sag ihr Namen. Something where I can let off some steam? Got a leaky roof? Truck salvage? A lost cat? And some ghosts haunting an old house. Die Brille sehen. Trillium. Viola, that's coming out of your cut for this one. So's his kibble. Shit, my bad. Forgot to use the family name. Oha. Be back by curfew. Bayonetta. Oha. Wow. Viola Bayonetta. Jetzt hat sie eine Brille, ich raste aus, ist sie die neue. Das hab ich eben schon gehört, dass sie eine Brille hat. Ja, aber jetzt, dass die aussieht wie Bayonetta, dass sie eine Brille auf hat, hat man gesehen. Let's dance, baby. Und deswegen kannst du Bayonetta 4 heißen, weil sie jetzt auch Bayonetta heißt. Oh nein. Das war's jetzt wirklich. Hätten wir das noch drangegangen an die anderen Part, dann. Der wäre so. Nein. Das ist ja schon wieder abgedanced, ich glaub's. Das wäre, glaub, das längste Video auf dem Kanal. Vielleicht ist es das sowieso. Was ist denn? Nein, das längste Video ist das, wie heißt es denn? Die Bestrafung von. Ach. Golf, ja. Getting over it. Also, nee, gar nicht. Waren Golf 2 Stunden? Nee, das waren auch beides 1,5. Und dann eins von den beiden. Warum? Was ist das? Warum endet das hier nicht? Oh nein. Was zum. Was ist mit dem Spiel los? Ich zieh nochmal 2% ab, das gibt's doch nicht. Also. Mach ich jetzt die neue Bayonetta? Das scheint im nächsten so. Teil. Aber. Das könnt ihr doch nicht machen. Nein, das glaube ich nicht. Und John ist auch dabei. Oh, was ist denn das da unten jetzt? Das ist jetzt fast wie Just Dance. Ja. Ich habe das für die Wii U sogar. Was? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, du musst mittanzen. Nee. Was ist das zweite von links? Alles bei Bayonetta. War das in Tokio? Wahrscheinlich. Und das andere war Japan. Ja, das war gibt's ja. Och, Tokio. Es will einfach nicht enden. Die Ampel im Hintergrund. Schön. Oh, jetzt sieht man auch den Kreisel jetzt, den Kreisverkehr. Es wird nicht auf! Nee. Ich glaube, die letzten drei Parts wären richtig alle drei Maxi-Parts. Ja. Okay, der letzte vielleicht, nicht nach dir. Naja, vorlesen dauert auch ein bisschen.
Fortsetzung folgt in einer neuen Generation. Oha. Ja, also mit Viola. Oha. Erlebe das Ende von Bayonettas Geschichte. Ah, Silber wieder. This is just one outcome, but the possibilities are endless. Ach, die Möglichkeiten sind unendlich. Mhm. Alter, der Schein. Oha. Insgesamt hast du eine Silber. Leider nur. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 4 7, plus 8. 14. Was ist das? Ist das eine Bronze? NK3 ist eine Bronze, oder? Oder was ist das da? Ja, das ist Platin. Das ist Platin. Hä, warum ist das denn doch nur Silber? Verstehe ich nicht. Man weiß es nicht. Schade. Glückwunsch! Uiuiui. Eigentlich hätte das das Ende des letzten Parts sein müssen, aber... Ja. Geht nicht. Geht nicht. Ja, wie lange ist denn das jetzt noch? Da ist er! Dr. Sigurd! Der hat alles angefangen. Mit seinem krassen Auto. Erinnert mich ein bisschen an Wario. Das kann man hier selber nochmal gucken. Nee, nee. Wir machen jetzt hier das weg. Hallo. Wir haben doch eh schon... Ja, warte. Vielleicht für Thumbnail. Das ist doch eben durchgelaufen. Ja, aber da stand Glückwunsch dabei. Jetzt nicht mehr. So. Easy. Ja. Ah, Labolas. Und neue Waffe. Grausame Altea. Herausforderung von Platinum Games. Klimax. Der ultimative Schwierigkeitsgrad. Ist ab sofort verfügbar. Nein. Bist du dieser Prüfung gewachsen? Nein. In Jeanne wurde der Charakter... Was? Komm. Schusswaffen können ab sofort verwendet werden. Auf der Registerkarte Ausrüstung im Untermenü kannst du auf sie zugreifen. Hä? Na, mach weiter. Schicke neue Klamotte. Ja. Ich kann mal noch als Jean spielen. Alter, der Uhrenturm. Bayonetta. Ah, ich krieg keine Prozentzahl, schade. Geh mal auf die Karte, wo du die Kapitel auswählen kannst jetzt. Okay, bist schon da. Neues Produkt verfügbar. Klimax Ohrring. Superspiegel. Superspiegel 2. Platin-Ticket. Ha? Wie ist Mike? Prüfung der Umbra. Eine Reihe herausfordernder Kämpfe namens Hexenprozesse wurde in der Kapitelauswahl freigeschaltet. Ach, Fähigkeiten auf dem Prüfstand. Tritt in Sets aus 10 harten Kämpfen an. Ein Fehlversuch und du bist raus. Schwierigkeitseinstellungen des Hauptspiels gelten hier nicht. Während der Hexenprozesse kannst du keine Höllendämonen oder Ausrüstung austauschen, auch keine Items einsetzen. Dies gilt jedoch nur während der Kämpfe. Dazwischen kannst du durchaus andere Höllendämonen oder Ausrüstung auswählen. Sei stets gut vorbereitet. Also, ich weiß nicht, ob wir das jetzt zwangsweise schaffen, aber wir versuchen es auf jeden Fall einmal. Was machst du? Ach, ich glaube, sie wollen das jetzt machen. Achso, ich dachte, das da. Dann wird es aber wirklich schwierig. Dann versuchen wir das ruhig. Ich hab doch gesagt, die beiden Parts werden lang. Hübsch. Gut. Wenigstens zeigen. Komm, wir nehmen auch Jeanne. Die platinblonde Hexe. Eine Überlebende der Umbrahexen aus ewiger Zeit. Darf ich jetzt nicht noch meine Sachen abändern? Hat sie nur eins? Man weiß es nicht. Hast du statt Chance Jones gesagt? Glaubst du nicht? Sie hat verschiedene. Kann unsere Waffen halt nehmen. Zubehör mal gar nichts.
Und einmal die für ihn ist neu, von ihr ist neu. Schusswaffen. Das sind die Schusswaffen. Dann rüsten wir jetzt halt. Dann würde ich vielleicht ihr normales Sack machen und dafür noch das. Klar, wo das. Kann man uns nicht leisten, weil das halt nicht verbessert ist. Hä? Wir haben genug Punkte, um den zu verbessern. Wenn, müsst ihr aber erstmal die normalen Waffen. Normalen Waffen verbessern. Ja, was ist denn jetzt das Neue? Hier. Danach ist wieder alle. Ja, ist okay. Wo ist das Schusswaffending? Gibt's halt nicht. Was ist das? Was, die ersten beiden sind die Waffen von Bayonetta und ihr. Oder? Zählen die Schusswaffen als die normalen Waffen? Ich bin verwirrt. Zubehör sollte man auch noch ausrüsten. Keine Ahnung. So. Warte mal, so machen? Ja, ist okay. Ist ja eh nur ein Test und wir werden eh sowas von sterben. Ja, so kann man halt wirklich nur mit Schusswaffen kämpfen. Auch interessant. Oh Gott, und wir können auch nicht was springen damit. Alter, guck doch. Was ist das denn? Sieht ein bisschen aus wie das eine legendäre Pokémon aus Pokémon Kanto und Popo. Sieht so ein bisschen aus wie dieser Säbelzahnkatze-Ding. Aber ihr Soundfiles gefallen mir immer noch nicht. Do it! Die Frage, schaffen wir überhaupt die erste Welle? Schwierig. Glaubt ihr an uns oder nicht? Leute, schreibt es in die Kommentare. Und nicht erst danach, nachdem ihr das gesehen habt. Kann Viola jetzt wohl auch alle nehmen? Wahrscheinlich, ne? Stimmt. Haben wir doch jetzt nicht die besten Waffen, denn das ist doch immer noch ein bisschen schwierig. Ja, wir wollen es einfach mal zeigen und gut ist. Ja, die Sounddinger sind echt schwierig. Kritisch, einfach nur kritisch. I crush you und ich bin fast tot, aber wir können es noch schaffen. Okay. Wie kommen denn da? Ja, wir sind noch nicht tot. Wir haben es fast geschafft. Den zu letzten sind. Der defensiv spielen, einfach nur abhauen.
schwierig. Na egal. Aua. Ja Leute, wenn ihr das gerne machen wollt, macht das. Das ist halt heftig. Das war die erste Welle von 10. Gucken wir uns auch nochmal das Büchlein an, würde ich sagen. Tschüss. Was ist denn mit dir los? Dart ist auch nicht so dein Sport, kann das sein? Es war einmal vor langer, langer Zeit. Ein kleiner Jan. Ey. Was denn? Und dieser... Was? Ich wollte es eben schon sagen. Das Nein. ist eine Demo von dem Spiel. Das ist nicht wahr. Gut. Ach, schön. Haben wir in der Hand? Tesha. Ist das ein Plüsch oder ist das echt? Scheint so, ein Plüsch. Ja, Spawn, das wirft sie irgendwie nach. Ein Sneak Peek auf das, was uns bald erwarten wird. Ich glaub, du kannst da nicht. Oder? Ich dachte, du kannst nicht springen. Rüber da. Ey, das ist cool, dass ich da nicht gespoilert wurde. Was hast du gemacht? Ich habe versucht, ihn zu rufen, aber... geht nicht. Also, wenn du das kleine Vieh davon als Plüsch findest, will ich das haben. Kleinen Sascha. Wir hatten jetzt darauf... Das wäre cool auch gewesen für eine Special Edition. Auch dieses ja, wir wollen es ja nicht übertreiben, ja. Das war's. Man kann eine Weile nicht zurückkehren. Kann doch nicht jetzt schon vorbei sein. Eine Weile, das können auch eine Viertelstunde sein. Ja, das waren jetzt nicht mal 2 Minuten. Oder war es das doch schon? Das war nur so ein Anteaser zu dem... Vielleicht gucken sich Leute auch mehr um als du. War ja nichts. Nee, es geht noch weiter. Alter, wie hübsch. Ist das die Oma, die spricht, oder die Mutter? Weiß es nicht. Ich muss sagen, ich mag diesen Grafikstil. Ich finde den auch schön. Was war das? Da war was im Baum. Da ist Böses im Busch. Jetzt hör doch mal auf. Du kannst nichts machen, Jan. Alter, was bist du? Ganz viele Items. Ja toll, jetzt müssen wir nicht was mal aufs Thumbnail machen. Oh. So viel zu tun. Ich würde das hier machen. What was that? Must have been a rabbit or something. Right, Jishi? What? So, das kann man vielleicht nehmen. Wir werden diese Stelle eben mal wiederfinden. Warum kann man Sachen einsammeln, obwohl wir gar kein Menü haben? Oben oder unten lang? Hä, unten geht's nicht weiter. Gut, ein bisschen rein habe ich jetzt schon erwartet, aber dann halt nicht. Alter, wir können tanzen. Tanzen! Wo wird jetzt so eine Brücke dadurch erstellt?
Was machst du da? Verstehe, ich weiß nicht, was ich machen soll. Du musst das in die Richtung neigen, wo der Kreis ist. Und das mehrfach wahrscheinlich. Ich muss es nur, wenn es oben ist, nach oben drücken. Jetzt habe ich's. Ja, wahrscheinlich gibt es später noch mehrere Sachen, wo du es öfters machst, auch links und rechts und so. Jetzt habe ich's verstanden. Was denn da unten, Süße? Ja, von da aus bestimmt nicht. Willst du runterspringen? Ein Secret. Alter, der Ton fast wie bei Zelda. Oha, Secret. Oh ne, hier geht's weiter. Und hier, da oben könnte man aber auch irgendwie lang. Nein. Kannst ja nicht springen. Come on, Cereza. Oder geht's da doch nicht weiter? Wenn das hier unten nicht weitergeht, oder? Ja. Da ist wieder ein Timing-Ding. Warum ist da so ein roter Strich zwischen denen? Weiß ich noch nicht genau. Wenn man die verbinden muss? Jetzt war nur eine einzelne Blume. Da darfst du nicht weiter. Was hat sie denn da unten? Was ist zwischen den Beinen? Ist das der ist Schwanz der Puppe? Nee. Das ist der Schwanz der Katze. Ah, doch, ja. Warum auch immer der so lang ist. Alter, was ist da unten? Oh, okay. Darf hier noch weitergehen? Ich dachte, das wäre jetzt auch... Wie lange geht das hier wohl? Man weiß es nicht. Ja, wir machen das jetzt. Da man nicht speichern kann und alles, wird das wahrscheinlich nicht so lang gehen. Das heißt nicht. Kann eine Stunde sein. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht, aber... Ja, je nachdem, wie du dich jetzt anstellst. Ich kann auch einfach durchrennen, das machst du ja auch nicht besser. Naja, ich meine, wenn du den Weg nicht findest und wir irgendwo hängen... Oh, erster Kampf. Oh. Ah, da wurde das Spiel angeteased. Sehr gut. Hm. Oh Mama. What could this be? Cereza. No. Das war eine coole Idee, finde ich. Ja, wie viele Minuten waren das jetzt? 10? Keine Ahnung, ungefähr. Was ist mit dem Spiel gerade los? Warum vielleicht noch ein Kampf drin sein, wäre auch cool gewesen. Aber okay, gut, dann... Dann war es das für diese Folge jetzt hier von nochmal durchgucken. War eigentlich... Oh, da ist noch was. Oh nein, Phänomen Überrest müssen wir noch machen. Mit wem? Wollen wir nochmal Viola nehmen? Ja. Vielleicht kann sie jetzt wirklich die Dinger ausrüsten, ich hoffe es mal. Ich hoffe, dass sie jetzt wirklich mal ein Upgrade bekommen hat. Wollen wir mal gucken. Dann ist das halt so ein Part aus vielen Dingen zusammengemischt und im nächsten gibt es noch mal ein paar Sachen zum Vorlesen. Hier ist es ein Kampf anscheinend.
Und sie hat keine Waffe zum Wechseln. Kein Dämon, sehr gut. Aber wir sind wütend, wir haben jetzt ein rotes T-Shirt. Warum sind wir wütend? Weiß ich nicht, warum nicht? Ach, ich hätte ihn anders nehmen. Ich hätte ihn anders nehmen müssen. Ich darf hier keine Lollis nehmen, ne? Doch. Na, heilen nicht. Ja. Achso, heilen doch. Heilen nicht, war heilen voll. Ja, ich wollte gerade sagen. Da war was. Ja, das ist doch, das hatten wir doch schon. Wie kommt denn das jetzt nochmal als Phänomen lieber? Da steht erst eins, da kommen noch ein paar andere noch voll. Wir wollen uns halt einfach ärgern, aber das macht schon gut Spaß. Jetzt halt einfach bei der Kanone müssen. Man muss manchmal auch. Wenn ich Schaden mache, mach ich gar nicht. Ist doch ganz okay. Wir sind jetzt offiziell auch eine Hexe. Warum dürfen wir keine Hexenzeit machen? Das ist ja irgendwie nur mit Lappen bei dir. Ich hoffe, das ist dann im nächsten Teil nicht mehr so. Hier ist ja auch normal kein Bayonetta. Kann Bayonetta 2 raus. Keine Ahnung. Los, komm, mach's kaputt. Bring it in, big guy. 2014. Es hat 8 Jahre gedauert für den Nachfolger. Na dann, ja, ne? Anscheinend war es doch schon. Oho. Silber, also was ganz Neues. Gut, dann würde ich jetzt aber wirklich sagen, das war so die Folge von letztes Jahr. Aha. Kraken? Was? Kasepaia. Ach man. Wie gesagt, das war die Folge von Let's Play bei Netter 3. Und die nächste Folge wird die letzte sein. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Und ein Like da lassen. Also Das ist nur dieses Starting, ne? Ja. Das ist jetzt nichts Neues. Hä? Ja, hä? Das würde doch sonst leuchten. Ganz sicher. Von mir aus nochmal reingehen und dann notfalls raus, aber. Ach man. Warum sind wir da Bayonetta 2 Bayonetta? 1 meine ich. When I was a kid, my father used to tell me something. Das ist doch vom ganzen Anfang, oder nicht? There are no forks in the road of life. Wirklich? Ich bin jetzt dumm. You just walk along. Feeling your way through the grass. Das ist doch das, was Viola ganz am Anfang gesagt hat, erst Bart. But if you turn... Wir springen einfach mal und gucken, was passiert. Oh, das ist der Bosskampf. Okay. Okay, tschüss. Das ist ja Phänomen, bla bla bla, das war doch der Fuzzi. Ja, ich wollte nur noch mal sicher gehen. Bayonetta. Das jetzt gesagt. Bayonetta. Da ist der OP, man weiß es nicht. Es war jetzt, Doktor. Das war wirklich, jetzt aber wirklich war es das mit dieser Folge von Let's Play Bayonetta 3. Solltet den nächsten Part nicht verpassen und ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.